Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Phoenix-Runde. Das Image der Deutschen im Ausland ist gut und besser, sagen die Umfragen. Die Wirklichkeit 2015 sieht anders aus. Die rigide Sparpolitik von Merkel und Co. hat uns in Europa ein Stück weit isoliert. Nun brechen in Athen neue Zeiten an und auch anderswo wachsen die Zweifel an uns. Vorbild oder Oberlehrer, Deutschlands Rolle in der EU, das ist heute unser Thema und das sind meine Gäste. Daniel Goffert ist bei uns, Berliner Büroleiter beim Nachrichtenmagazin Focus. Er warnt, die Eurozone und ihre Regeln sind auf einen Totalverweigerer wie Griechenland nicht eingestellt. Ulrike Gero ist mit uns, Politikwissenschaftlerin und europäische Publizistin. Sie wirbt dafür, Europa insgesamt neu zu denken. Yorgo Chatzimarkakis, Sonderbotschafter der bisherigen griechischen Regierung für Wirtschaftsfragen, bis Mai 2015 im Amt, ehemaliger Europaabgeordneter der FDP. Er sagt, die neue Regierung in Athen sei außen radikal und innen vernünftig. Was das genau heißt, klären wir gleich. Und Hugo Müller-Fock ist mit uns, Publizist und Buchautor. Sein Befund, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Gilt das auch für Griechenland? Das werden wir in dieser Sendung auch noch rausfinden. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Chatzimarkakis, bei Ihnen würde ich gern beginnen. Ihr neuer Premier Tsipras, der heute in Brüssel gewesen ist, hat dort Respekt für sein Volk gefordert. Eben diesen Respekt haben in den letzten Tagen so viele Gläubiger in Europa vermisst. War das ein Anfängerfehler? Gar nicht. Er hat in seinem Wahlkampf und auch in seiner ersten Rede als Ministerpräsident das Wort Würde ganz oft benutzt. Er möchte dem griechischen Volk die Würde wiedergeben. Und das kommt in Griechenland gut an. Hätte Herr Tsipras heute Wahlen zu bestehen, dann würde er ungefähr bei 50-60% landen. Also er hat die ersten 10 Tage durchaus genutzt, um überhaupt wenig Anfängerfehler zu machen. Auch ich staune. Er hat eine Agenda gesetzt und das Wort Würde spielt eine ganz große Rolle. Und es gibt insgeheim ganz viele andere Politiker in Frankreich, Herrn Hollande, in Italien, Herrn Renzi, die das ähnlich sehen, wenn sie es auch nicht so laut sagen, aber die es ähnlich sehen. Also da tut sich etwas, da verschiebt sich was allein durch dieses Auftreten von Herrn Tsipras. Und dennoch, viele von den Gläubigern fühlten sich doch ein bisschen irritiert durch manchen Zungenschlag. Waterboarding etc., was da gefallen ist an Begriffen. Es fielen Begriffe, wie so oft, wenn eine Partei, die mit einem, ja, sagen wir mal, rustikalen Wahlprogramm drankommt, an die Regierung kommt, die müssen dann auch wieder eingesammelt werden. Ich glaube, das hat aber sowohl der Ministerpräsident Tsipras als auch sein Finanzminister Varoufakis ganz gut hingekriegt. Mittlerweile gibt es ja keinen größeren Europäer als Herrn Dr. Schäuble, wie er immer genannt wird von Varoufakis, in den Augen des Finanzministers. Also da ist auch viel Realismus, aber wenn man nicht das Unmögliche fordert, am Anfang kann man das Mögliche nicht bekommen. Sehr schön. Es sind zwei Schlüsselnamen gefallen. Das bringt uns zu Daniel Goffert, Finanzminister Yannis Varoufakis. Der hat heute bei der EZB in Frankfurt am Main vorgesprochen. Morgen trifft der Anhänger der Spieltheorie, er ist ja ein Universitätsprofessor, ein anerkannter, Wolfgang Schäuble, den ersten und letzten echten Europäer, wie er dann gesagt hat. Was wird das für ein Match morgen zwischen den beiden? Ich glaube, das soll erstmal der Annäherung an die Wirklichkeit dienen, dieses Treffen mit Herrn Schäuble. Ich glaube schon, dass in den ersten Tagen man ja auch eine Änderung in der Tonlage bei der neuen griechischen Regierung feststellen kann. Also von so Sprüchen wie, egal was die Deutschen tun oder was sie sagen, sie werden am Ende bezahlen, ist man jetzt schon wieder weiter weg. Und das Wort Schuldenschnitt wird auch nicht mehr in den Mund genommen. Also man ist dabei, verbal abzurüsten, weil man natürlich gemerkt hat, dass das Echo auf die ein oder andere Unverschämtheit in Europa dann doch nicht so gut ausgefallen ist. Und er weiß, der griechische Finanzminister, er muss sich mit seinem deutschen Kollegen verstehen. Er ist einer der ältesten, erfahrensten und sicherlich gewichtigsten Finanzminister im Kreise der ECOFIN. Und da muss er natürlich versuchen, in ihm jemanden zu finden, der ihm zumindest Verständnis entgegenbringt, mit dem er einen Gesprächskontakt haben kann. Weil ohne die Deutschen wird er in Europa kaum zu irgendwelchen Lösungen kommen, die er ja anstrebt. Mhm. Und was den Besuch bei der EZB anbelangt, ist das natürlich auch wieder ein erschütterndes Beispiel für den Weg, den die Griechen versuchen. Er hat also versucht, Herrn Draghi die Erlaubnis abzuringen, bei den kurzfristigen Staatsanleihen noch ein bisschen mehr drauf zu tun. Bisher war das Limit 15 Milliarden Euro. Die neue griechische Regierung will 10 Milliarden mehr Staatsanleihen begeben, also das Limit von 15 auf 25 Milliarden erhöhen. Das hat die EZB abgelehnt, zu Recht, wie ich denke.
Aber man sieht, welchen Weg sie gehen wollen. Sie wollen auf alle möglichen Wege gehen, um zu mehr Geld zu gelangen, um sich aus der momentanen Situation zu befreien. Mhm. Und eine zweite Forderung war ein Marshall, ein Merkel-Plan für Griechenland. Aber das ist schon abschlägig beschieden worden. Wird dann morgen offiziell noch mal angesagt. Das denke ich, das wird so sein. Ja. Okay. Ulrike Gero, gestern Rom, heute Paris. Alexis Tsipras hat so eine Art Charmoffensive nach vielen etwas irritierenden Äußerungen am Anfang jetzt angefangen in diesen Tagen, geht jetzt in die Schlussgerade, hat heute Nachmittag François Hollande in Paris getroffen. Was kann der ihm eigentlich bieten? Was führt die beiden zusammen? Naja, also um nochmal auf die einführenden Bemerkungen hier zurückzukommen, es ist schon ein bisschen Zeitenwende. Also ich glaube, wir unterschätzen auch in der deutschen Berichterstattung, dass ich sag mal, das Aufatmen im Süden, ja, im Süden Europas, wer die Bilder gesehen hat aus Madrid vor ein paar Tagen, wo also Menschenmassen in Madrid sich versammelt haben, auch mit griechischen Fahnen hinter Podemos, kann einfach irgendwie spüren, dass wir, wie Sie auch anmoderiert haben, dass es irgendwie eine Zeitenwende gibt in dieser Sparpolitik. Und da sollten wir als Deutsche mal ein bisschen hinhorchen. Und Hollande, Frankreich war immer ein Land, das klassischerweise an Deutschland gebunden ist, starke deutsch-französischen Beziehungen, ja, fühlt sich natürlich der deutsch-französischen Beziehung auch unmittelbar verpflichtet. Das hat die französische Regierung in den letzten Jahren auch eingelöst, davon auch profitiert, weil die französischen Zinsen an die deutschen gekoppelt waren und Frankreich davon über die Krisenjahre profitiert hat. Auf der anderen Seite hat Frankreich eine doppelte politische Herausforderung. Einerseits Marine Le Pen, das wird auch in Deutschland massiv unterschätzt, was da in Frankreich an politischer Implosion los ist. Und auf der rechten, auf der linken hat er Mélenchon, also einen sozusagen in Deutschland vergleichbar der Linken, also einen linken Herausforderer im parteipolitischen Spektrum. Und insofern ist natürlich auch Hollande versucht, ein bisschen diesem Austeritätskurs nachzugeben und guckt, glaube ich, auch ganz genau hin, wo sich jetzt eben Spanien, Italien sortieren. Und es wird die Rolle Frankreichs sein, da eine ausgleichende Balance herzubekommen, einerseits mit den Deutschen zu bleiben, ja, auf dem Rechtsrahmen, in dem wir uns in Europa befinden, aber andererseits diesem neuen Zeitgeist, dieser Zeitenwende des Südens ein bisschen nachzugeben. Da ist Frankreich, glaube ich, das Scharnier, und zwar ein entscheidendes. Mhm. Und für Hollande geht es dann 2017 mehr oder weniger um alles, dann wenn die nächsten Präsidentschaftswahlen... Nicht nur das, Moscovici ist der Wirtschaftskommissar, auch eine strategische Rolle. Ja, absolut. Wenn wir jetzt noch einmal beim Hier und Jetzt bleiben, Hugo Müller-Fock, nach dem Poltern nun die Sympathietour, das ist zumindest die Draufsicht, die man haben kann, und sowas auch wie Ankunft in der Wirklichkeit nach etwa 10 Regierungstagen, wenn wir jetzt mal großzügig rechnen, war es schlau von Herrn Tsipras, keinen Stopp in Berlin bisher zu versuchen? In Paris ist er nun gerade gewesen. Also, er kann ja sagen, ein Deutscher war bei mir, nämlich der Präsident des Europäischen Parlaments, der ihm die Aufwartung gemacht hat, was ich vom Protokoll her schon etwas seltsam fand. Aber das ist natürlich Martin Schulz, der überall dort, wo eine Bühne ist, sozusagen mit beiden Beinen draufspringt und dann sozusagen die Hauptrolle gibt. Das ist ja nicht der Einzige, da sind ja viele in Gefahr. Aber das ist, also Schäuble war ja sehr verärgert darüber. Frau Merkel auch, ja klar, ich meine, im Sinne der Regierung war das nicht. Aber, na gut, ich meine, er ist zu denen gegangen, die ebenso wie er sagen, diese Deutschen sollen sich mal nicht so anstellen. Die sollen ihr Sparen nicht übertreiben und vor allen Dingen sollen sie uns nicht zwingen zu sparen. Ich meine, da treffen sich ja drei, die, was Reformen angeht, der Meinung sind, das haben sich so ein paar deutsche Ordoliberale, haben sich da was ausgedacht. Aber in Wirklichkeit braucht man eigentlich gar nicht so zu sparen. Man verschuldet sich und gibt Geld aus und dann läuft es ja irgendwie. Die Franzosen, man sieht an der neuesten Arbeitslosenzahl, die kommen ja auch nicht in die Gänge mit dieser Politik, aber meinen, wenn man sozusagen das immer weiter betreibt und sagt, wir sind nicht so böse wie Frau Merkel, wir muten unseren Leuten nichts zu, dann wird sich alles irgendwie richten. Insofern haben sich ja drei getroffen, die sagen, also wir werden den Deutschen mal zeigen, wir machen das so nicht mehr weiter mit. Und insofern macht das eigentlich schon Sinn, wie er diese Ziele ausgesucht hat. Wie er die Reise konzipiert hat. Jetzt hat Herr Müller-Fock, Herr Chatzimarkakis, das angesprochen, so ein bisschen die südliche Denke gegenüber Reformen. Wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen weiten und sagen, erklären Sie uns, Sie haben beide Staatsbürgerschaften, die deutsche und die griechische, erklären Sie uns ein bisschen, da sind ja auch immer die Schilder hochgehalten worden, ne? Guter Abend, Frau Merkel, ne? am Wahlabend. Erklären Sie uns ein bisschen diese griechische Seele und diese zum Teil ja auch Hassgefühle, die uns da entgegengebracht wurden in den letzten Jahren. Ich will mal einen Spruch, der für Deutschland, Italien gilt, abwandeln auf Griechenland. Also in Deutschland liebt man vielleicht das griechische Essen, aber man respektiert die Deutschen nicht.
Bei den Griechen ist es umgekehrt. Sie respektieren die Deutschen, sie lieben sie nicht. Ich versuche es mal so plump einfach mal zu lassen. Das kennzeichnet so ein bisschen das Verhältnis von Nord-Süd insgesamt in Europa. Aber gerade jetzt das deutsch-griechische Verhältnis. Es gab in der Zeit 2010, 2011 wirkliche Probleme. Der Fokus hat dazu massiv beigetragen. Ja. Es gibt da sehr viele Gründe, warum der Fokus das gemacht hat. Jedenfalls hat diese Aphrodite mit dem ausgestreckten Mittelfinger wirklich dazu beigetragen, dass das Verhältnis plötzlich von einem Tag auf den anderen sehr, sehr viel schlechter wurde. Wussten Sie, dass Sie so viele griechische Fokusleser haben, wie Sie jetzt erfahren? Oder ist das eine neue Enthüllung jetzt? Aber er darf gleich dazu stellen. Ja gut, es war originell, aber es hat eben tatsächlich Arbeit, die im europäischen Werk gemacht wurde, plötzlich war die nichts mehr wert. Das hat sich aber verbessert. Seit dem Amtsantritt von Antonis Samaras, der dann sofort den Weg nach Deutschland gesucht hat. Er hat als allererstes natürlich Berlin besucht, hat ein Interview der Bild-Zeitung gegeben, was kommt aus der Parteienfamilie von Frau Merkel. Kommt auch aus der gleichen Partei, war bis dahin auch tabu. Also er hat einen anderen Weg gewählt. Mhm. Und dann begannen zwei Jahre, wo das Deutschlandbild auch verbessert wurde. Man muss heute sagen, die meisten Griechen wünschen sich deutsche Tugenden in Griechenland. Das ist einfach so. Die wünschen sich, dass es mehr Ordnung und deutsche Disziplin gäbe. Und gleichwohl, ohne dass man jetzt Hurra schreit, freut man sich jetzt, ich habe ja gesagt, 60% würde Tsipras jetzt bekommen, freut man sich jetzt, ob jung, ob alt, ob links, ob rechts, ob konservativ, ob fortschrittlich, über diese Haltung von Tsipras, über die Chuzpe, einfach nicht nach Berlin zu fahren und einfach erstmal alle anderen zu besuchen. Und Frau Merkel wird er ja auf dem EU-Gipfel sehen. Also er wird ihr nicht entkommen, aber er wird sie dann erst sehen. Hat dann einen Erfahrungsschatz, den er berichten kann, den Herr Samaras natürlich so nicht hatte, als er nach Berlin kam. Also die Chuzpe, Frau Merkel nicht zu besuchen, ist das eine. Ich will nur sagen, Sie haben zitiert, gute Nacht oder guten Abend, Frau Merkel, oder gute Nacht, Frau Merkel. Das waren die harmlosen Sachen. Wenn der Tsipras sagt, die Sparmaßnahmen bedeuten einen sozialen Holocaust, zeigt es, dass er entweder von Geschichte keinerlei Ahnung hat, oder er setzt das, was an Sparmaßnahmen unausweichlich ist, gleich mit der systematischen Ermordung von 6 Millionen Juden. Also wer so etwas sagt, wir sind uns in einem wer einig. So etwas sagt, ja. Das geht zu weit. Glaubt, die eigenen Leute seien so dumm, dass sie davon keine Ahnung haben. Gut, es sind andere Öffentlichkeiten. Und will, und will die Deutschen aufleiten oder die Formulierung vom Gauleiter Schäuble. Oder das Vierte Reich. Ich meine, das sind ja einfach so eine Beleidigung nach der anderen. Von denen, deren Geld man will. Man muss das schon beantworten. Kurze Reaktion. Es ist eine andere Öffentlichkeit, die auf Stichworte anders reagiert. Jeglicher Vergleich mit Holocaust ist natürlich absolut nicht indiskutabel, ist nicht machbar. Aber was ich sagen will, ist, dass plötzlich in der deutschen Öffentlichkeit so Dinge wie die Selbstmordrate in Griechenland hat sich verdoppelt. Das war schon vor 2-3 Jahren so. Das wurde aber nicht diskutiert. Jetzt kommt es. Jetzt wird es diskutiert. Also Sie merken schon eine Gezeitenwende. Sie merken, dass auch in den deutschen Medien sich jetzt plötzlich ein bisschen auch ein Auge öffnet für Dinge, die bisher nicht gesagt wurden. Ich glaube, Tsipras wollte mit seinem brachialen Wortgeschöpf, was falsch ist, aber wollte ein bisschen auch das Gefühl dafür schaffen, seht her, hier ist was passiert. Durch den Kommandoton der Troika, müssen wir noch drüber reden, ob das Europa ist. Ja. Da ist etwas passiert in meinem Land, das ihm die Würde genommen hat. Da sind wir wieder am Anfang, Würde wieder. Auf die Tonlage wollen wir gleich noch kommen. Ich würde ganz gerne noch mal anknüpfen, auch an das, was Sie gesagt haben. Da ist jetzt so vieles neu, da liegen so viele Hoffnungen drin. Ein neuer Wind in Athen. Herr Goffert, jetzt so für das Magazin arbeitend, was offenbar da so einen großen Widerhall in Griechenland findet. Nehmen wir einfach zur Kenntnis, Fuhrpark abschaffen. Das sind so ganz kleine Dinge. Ne? Also der Trend geht jetzt zum Bus in Athen, wenn er fährt. Ist das Volksnähe total? Ist das kalkulierter Charme? Oder ist das jetzt wirklich sowas wie Kulturwandel? Also ich glaube, das ist ein sehr kalkulierter Charme. Das beginnt mit dem Kleidungsstil des griechischen Finanzministers. Also der macht jetzt so ein bisschen so Outlaw-Kleidung, Hemd auf, setzt sich damit im bewussten Gegensatz eben zum üblichen Anzug- und Krawattestil in der Politik. Das ist so ein bisschen wie Joschka Fischer früher. Ja. Der seine erste Frauen an, Frau Geroh, ne? Ja, gut, aber es ist natürlich wie Inszenierung, das wissen Sie auch. Ja, die ganze, und, ja, aber der trägt damit einen Anzug, aber wenn der sich nur da hinstellt... Die sind 40 Jahre jünger und schöne Männer, das muss man als Frau einfach mal sagen. Ja, das ist eine andere... Wir wollen ja über Politik diskutieren, nicht über schöne Männer. Oder ist die ganze mit Frauenanteil Art und Weise, gewählt worden. Wie er auftritt, zeigt doch, dass er sich bewusst natürlich einer politischen Inszenierung da bedient. Und das Gleiche gilt natürlich auch mit dem Bus. Wir fahren jetzt Bus und nicht mit dem Dienstwagen. Ich meine, das ist ein bisschen lächerlich. Das ist Symbolpolitik. Mhm. Was eben diskutiert worden ist, im Endeffekt
hat Tsipras seine Wahl damit gewonnen, dass er ein Feindbild gesucht hat, mhm. eins gefunden hat in den Deutschen, in Frau Merkel, mhm. der Anti-Merkel und mhm. sozusagen die Zumutung in Anführungsstrichen, dass Frau Merkel sagt, bitte halte die Regeln an, die wir uns in der EU gegeben haben, sozusagen aufgebaut zu einem Problem, zu einem Diktat, zu einer deutschen Einflusspolitik, unter der der Grieche leidet. Und mhm. schuld ist nicht der Grieche selber, sondern schuld ist der Deutsche, respektive die Kanzlerin. Und das dann in Verbindung zu setzen mit eben auch mit Holocaust und mit anderen Dingen, auch dieses mhm. ganze Hervorkramen wieder der deutschen Kriegsschuld und diese Diskussion um die Kriegsreparation wieder aufzubringen, das zeigt, ihm geht es gar nicht um Politik, sondern ihm geht es darum, wie gesagt, jemanden verantwortlich zu machen, der von den eigenen Versäumnissen der letzten griechischen Regierungen mhm. ablenkt. Das okay. ist das Hauptproblem. Transfer von Verantwortung ist natürlich, ich wollte Sie ohnehin gerade bringen, Frau Gero, weil eines muss man ja feststellen und konzidieren, das würden Sie, glaube ich, da auch mitgehen, Herr Goffert, die bisherigen Regierungen waren immer Teil des politischen Establishments über Jahrzehnte. Das ist jetzt sozusagen der Start, hier mal rauszugehen. Man muss natürlich auch anerkennen, dass das jetzt Leute sind ohne Regierungserfahrung. Und man muss dann ernsthaft fragen, was können die tatsächlich leisten? Haben die genügend Erfahrung, um auch in diesem sehr schwierigen Geflecht in Europa klarzukommen? Na, ich würde mal das Stichwort Joschka Fischer aufgreifen, das ist doch ein gutes Beispiel. Ja, mit Turnschuhen kommen und nachher ein ganz respektabler und nicht zu sagen der respektabelste Außenminister Deutschlands seit langem zu werden. Und als Grüne frischen Wind in die Politik zu bringen, um dann das Land in entscheidenden Punkten zu verändern, die heute absolut konsensfähig sind. Ich sage nur Energiewende. Ja, also wenn wir das mal auf die Griechen produzieren, dann können wir sagen, kommt der frische Wind jetzt aus dem Süden und in 20 Jahren haben wir da respektable Politiker, die eine Zeitenwende in sehr vernünftiger Weise produziert haben. Also um bei Joschka Fischer zu bleiben. So, was ich eben sagen wollte, es ist einfach jung, es ist dynamisch, es ist anders und das anders sollten wir mal so stehen lassen. Ich würde Ihnen auch wirklich vehement widersprechen wollen, dass Sie das als Symbolpolitik abtun. Wenn Varoufakis selber mit dem Motorrad in sein Ministerium kommt, ja, und den BMW des vorgängigen Finanzministers konfisziert, finde ich das genau das, um das es geht. Es geht nämlich um die Zeitenwende und zum Ausdruck zu bringen, wir sind eine unbelastete Regierung und wir wollen gegen den Klientelismus aufräumen. Wenn es hier deutsche Vorwürfe gegeben hat, dann gab es Vorwürfe für Steuerhinterziehung, reiche Räder, die in London sitzen, keine Katasterämter, Steuerhinterziehung und so weiter. Jetzt tritt eine Regierung an, die nach außen genau das symbolisiert und sei es durch die Konfiskation eines BMWs des vorletzten Finanzministers. Ich finde das gut. Das ist genau das, was Joschka Fischer damals mit den Turnschuhen im Bundestag machen wollte. So. Und dann sollten wir, darf ich das noch sagen? Da was völlig Nein, ich darf jetzt einfach mal... Joschka Fischer war nie mit Turnschuhen im Bundestag. Vielleicht lassen wir Frau Gero ganz kurz. Genau, und ich würde nämlich sagen, dass wenn das unser Problem ist, ja, dann haben wir ein doppeltes mhm. Problem. Erstmal reden wir ständig über griechischen Klientelismus, antworten aber mit Austeritätspolitik. Da könnte man erstmal fragen, ob Sparpolitik... Darf ich jetzt auch mal ausreden? Sie reden schon die ganze Zeit. Die Frage ist, ob die Sparpolitik die richtige Antwort ist, wenn der Klientelismus das Problem ist. Und die andere Frage ist, warum wir den Griechen nicht helfen, den Tsipras und so weiter. Und wir sagen, wir Cameron zum Beispiel in London, wir gucken jetzt mal an, welche Griechen sitzen denn in London? Wie können wir denn dafür sorgen, dass die Griechen, die offensichtlich in Griechenland Steuern hinterziehen, dass es eine europäische Bewegung gibt, die einfach mal dingfest zu machen? Und das sind Vorschläge, die sind auf dem Tisch, zum Beispiel die Staatsbürgerschaft an die Steuern zu binden. Okay, wir machen da mal einen Punkt drunter, würde ich vorschlagen, weil wir da ohnehin, fürchte ich, nicht zusammenkommen. Und ich würde gerne den Perspektivwechsel für uns alle noch mal vorschlagen. Wir haben ja uns zur Aufgabe gestellt, heute noch mal die Frage zu stellen, ob wir nun eigentlich hier Vorbild sind oder Oberlehrer und was wir genau mit diesem Bild eben auch im Gegenüber erreichen. Wenn wir noch mal 5 Jahre zurückdenken, 2010, erstes Griechenland-Paket. Die Deutschen als die einen Plan hatten, eine Idee, vorangegangen sind. Irgendwie unangefochten Führungsmacht in Europa, die Königin Europas, Frau Merkel. 5 Jahre später scheinen wir irgendwie isoliert. Politisch beginnt es langsam, ökonomisch ist es ohnehin, zumindest aus amerikanischer Sicht, schon da. Was ist denn schiefgelaufen, Herr Müller-Fock? Schiefgelaufen ist 2010, dass wir an die Rettungsgeschichte viel zu blauäugig rangegangen sind. Also mhm. damals die Erwartung, etwas sparen und 2012 sei Griechenland wieder am Kapitalmarkt, hat etwas Blauäugiges. Das war sozusagen, im Grunde hat man, mhm. So wie die Griechen ihre Probleme unterschätzt haben,
haben auch die Europäer und die Deutschen das alles, glaube ich, nicht gesehen, in welcher Situation das Land ist. Und dass das Land so ist, wie es ist, Korruption und Klientelismus und dass keine Steuern bezahlt werden, das hat ja alles nicht die deutsche Bundesregierung zu verantworten, das hat nicht Frau Merkel zu verantworten, das haben die griechischen Regierungen der letzten 30 Jahre zu verantworten. Und die sind alle auch nicht von Deutschen eingesetzt worden, sondern sind von Griechen gewählt worden, weil die ihnen versprochen haben, wenn ihr uns wählt, bleibt das Leben angenehm. Also das glaube ich, da wird gerne... Kommunikativ ist aber einiges schiefgelaufen. Kommunikativ ist natürlich... Ja gut, also wenn man sagte, das war damals auch mit Blick auf die deutsche Innenpolitik, da war NRW-Wahl, wenn man sich daran erinnert, wo die Schwarz-Gelb um die Bundesratsmehrheit kämpfte, wo man sagte, also das Griechenland ist eine relativ kleine Geschichte, ja. Das kriegen wir hin, 2 Jahren sind die wieder am Kapitalmarkt. Das war ein Fehler und dann kam ein Paket nach dem anderen, was erstens auch in Deutschland natürlich nicht gut ankam. Dass es die AfD heute gibt, hat auch damit was zu tun. Und was natürlich auch in Griechenland sicherlich nicht ankam, weil natürlich sozusagen nach einem Sparprogramm das nächste gefordert wird, kommt da auch nicht größere Begeisterung. Und wir hatten ja früher die Situation in Entwicklungsländern, wenn die Probleme hatten, kam der IWF und die waren die Bösen. Und in Europa ist jetzt so, dass die Deutschen, weil sie auch so stark sind und weil Angela Merkel natürlich in Europa eine ganz wichtige Stimme hat, sind wir jetzt die Bösen. Und das geht ja bis dahin, dass man uns vorwirft, dass unsere Wirtschaft so leistungsfähig ist und so viel exportiert. Das ist ja nichts, was man in Griechenland allein sagt. Mhm. Also gerade aus Frankreich kommt ja sehr oft, und ich glaube, der Ministerpräsident hat es auch gesagt, über unseren Haushalt entscheiden wir und nicht die Deutschen. Aber was ist denn schiefgelaufen? Also ich glaube, Deutschland hat damals in den Kategorien der alten Bundesrepublik, der alten kleinen Bundesrepublik, Europapolitik gemacht. Also im Grunde hat man mit der deutschen alten Maßeinheit, statt mit der europäischen Elle zu messen, Politik gemacht. Sie merken das ganz deutlich am Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2009. Ein Wahnsinn! Ich hatte die hohe Ehre, vom Bundesverfassungsgericht damals auf ein Seminar eingeladen zu werden, wo wir das diskutiert haben mit anderen Abgeordneten. Und da habe ich dem damaligen Berichterstatter Gerhard sehr deutlich ins Gesicht gesagt. Wenn man das liest, merkt man, dass da einer auf einem anderen Planeten lebt. Überhaupt nicht von dem, was Europa wirklich ist, redet. Und diese Fehleinschätzung, wir in der alten Bundesrepublik, wir haben das so gemacht, wir haben es immer so gemacht, Weidmann. Der Bundesbankpräsident, der immer nur in den Kategorien der Deutschen Bundesbank gedacht hat, der hat meines Erachtens mit verursacht dieses Desaster. Ja. Wenn man das als Desaster bezeichnen möchte. Okay. Dass nämlich Deutschland nicht europäische Führungsmacht wurde, sondern eigentlich sehr national gedacht hat und am Steuer saß. Das haben die anderen, um es mal mit einem Bild zu beschreiben, den Deutschen übel genommen. Du sitzt am Steuer, dann fahr auch europäisch und lenk nicht immer deutsch. Das ist das eigentliche Problem. Ja. Aber ich bringe mal noch ein. Fortgesetzt wird, war doch die Geschäftsgrundlage für die Einführung des Euro. Yes. Wir hätten doch den Euro nicht gemacht, wenn damals beschlossen worden wäre. Und die EZB macht in erster Linie Konjunkturpolitik und wird nicht eine so harte Politik machen, wie die Bundesbank das gemacht hat. Das war das Versprechen gegenüber den Deutschen und das hat die deutsche Regierung gebrochen. Die deutschen Regierungen gebrochen. Wurde es denn festgeschrieben? Nein. Und kurze Zeit später nach dem Maastricht-Vertrag gab es schon den Stabilitätspakt, weil man gemerkt hat, wir müssen nachjustieren. Mhm. Man hat gemerkt, wir haben da einen Fehler gemacht. Ja, aber das ist doch das Problem. Wir haben doch gesagt, wir bauen ein gemeinsames europäisches Haus, wir machen gewisse Regeln. Ja. Und dann werden diejenigen, die Regeln einhalten, sind sozusagen die Diktatoren Europas in Gestalt von Frau Merkel. Und die anderen, die seit Beginn dieser Veranstaltung... Der Erste, der die Regel gebrochen hat, Herr Goffert. Der Erste, der die Regel gebrochen hat, war Deutschland und Frankreich. Punkt. Bitte nicht alle gleichzeitig. Aber jetzt geht es darum, diese Regeln einzuhalten und sich zumindest an das zu halten, was man verabredet hat. Wir müssen ja nicht zu Maastricht zurückkehren. Aber es hält sich niemand an die Verabredung. Das ist das Problem. Mal ein zarteres Wort als Diktator, wie Sie es gerade jetzt verwendet haben, reinbringen und sagen, die, glaube ich, unverdächtige Neue Zürcher Zeitung hat uns Deutschen 2013, ist schon ein paar Tage her, mal unter einem Leitartikel der hässliche Deutsche ins Buch geschrieben, Deutschland hat eigentlich seine Führungsrolle in Europa nie vernünftig reflektiert. Ist das auch Teil des Problems? Also sicher, das, was Herr Chatzimarkakis eben gesagt hat, spielt natürlich eine Rolle. Ich glaube, das Problem war, als man den Maastrichter Vertrag geschlossen hat, als man die EZB-Regeln festgelegt hat, die Regeln für die Einführung des Euro festgelegt hat, dass man zu sehr mit deutscher Brille an dieses Regelwerk herangegangen ist. Mhm. So, das kann schon sein. Man hätte damals vielleicht etwas realistischer sein müssen. Wie steht es um den Rest Europas?
wirtschaftlich, ökonomisch und auch von der Mentalität her. So, das hat man nicht gemacht, jetzt hat man diese Regeln. Jetzt gibt es zwei Wege. Entweder wir verändern diese Regeln nachträglich, weil wir merken, das ganze Haus ächzt und knirscht, man muss die Statik neu berechnen, kann man machen, aber dann muss man darüber reden. Oder wir sagen, nein, nein, ist schon alles in Ordnung so, wir halten uns dran. Aber dann kann es nicht sein, dass einer in einer Hausgemeinschaft mit gemeinsamen Regeln immer ein paar gibt, die sich nun nicht dran halten. Und dafür auch noch die anderen anklagen. Das Problem sind da auch weniger die Deutschen. Schauen Sie doch mal, Griechenland hat 316 Milliarden Staatsschulden. So. Griechenland hat alleine 46 Milliarden rechtskräftig festgestellte Steuerschulden. Das heißt, da gibt es einen Rechtsbescheid, da muss nur einer hingehen und das Geld eintreiben. Macht man nicht. Der größte Teil des Geldes ist übrigens in griechischen Unternehmen. Allein die griechische Staatsbahn hat beim eigenen Staat 1,6 Milliarden Schulden. Es gibt Schätzungen, zwischen 30 und 50 Milliarden Euro jedes Jahr entgehen im griechischen Fiskus. Warum? Weil es keine vernünftige Steuereintreibung gibt. Das heißt, wenn Sie diese Schulden mal sehen, die Griechen könnten in 10 Jahren ihre Schulden bezahlen, wenn sie das machen würden, was andere Staaten in der Regel auch machen, in vernünftiger Weise Steuern eintreiben und so weiter und so weiter. Ich meine, man kann natürlich viel auf die Deutschen schimpfen oder auf andere, die Einhaltung von Regeln verlangen, von einem, die man sich selber gegeben und mit unterschrieben hat. Mhm. Aber dann sollte man eben auf der anderen Seite mal sehen, wer ist Teil des Problems? Frau Merkel, wie viel haben wir damit zu tun? Wie viel ist Europa schuld? Vielleicht ein falsches Verständnis von Vertragstreue, was auch immer. Kann man überall darüber diskutieren. Aber wir sollten nicht so tun, Stichwort Austeritätspolitik, als werden die armen Griechen geknechtet und die Deutschen sind der ist der böse Knabe oder Frau Merkel ist die Diktatorin Europas. Vieles, was Sie quasi jetzt noch mal an Reformen eingefordert haben, ist ja eine Sache, wo man einen langen Atem und eine lange Strecke braucht. Darüber haben wir ja durchaus hier seit 2010 ist in der Tat nicht so viel passiert und seit 2012, seitdem Herr Samaras regiert hatte, ist da auch nicht furchtbar viel angefasst worden. Ich möchte gerne noch mal auf die Kommunikation zurück, Frau Giraud, das deutsche Agieren in Europa. Wir erinnern uns an einen der Vorgänger Finanzminister, der über die Kavallerie in der Schweiz gesprochen hat. Also haben wir ganz generell als Deutsche ein Problem mit der Tonlage? Ich glaube, wir haben ein Problem mit der Tonlage und der Ton macht die Musik. Aber das ist genau das, was hier jetzt in verschiedener Form angesprochen wurde. Zum einen bin ich bei Ihnen, Herr Goffa, wenn Sie sagen, wir können uns die Statik nochmal angucken und wir können feststellen, dass die Statik nicht passt. Ja, und wir sind tatsächlich alle in so einer Schuldzuweisungsspielchen jetzt hier. Du bist schuld, für die Griechen sind die Deutschen schuld, für die Franzosen sind die Deutschen auch schuld, für ganz viele sind die Deutschen einfach schuld. Ja? Für uns sind die anderen schuld und so weiter. Aber was Sie gesagt haben, ist natürlich der Punkt. Es knirscht an jeder Ende und wir haben vielleicht ein falsches Design gemacht mit dem Maastrichter Vertrag, weil wir vieles nicht so gesehen haben, weil sich die Welt entwickelt hat in 20 Jahren und weil wir jetzt vielleicht mal in die Statik gehen sollten. Das finde ich den kreativen Neuansatz. Ja? Und was darin eingepackt wäre, wäre, dass wir weg von einer relativ eindimensionalen Schulden- und Zahlendiskussion gehen, wie viel Schulden jetzt die griechischen Unternehmen. Ich stelle das alles gar nicht in Abrede. Ich stelle nur in Abrede, dass auch ein paar deutsche Unternehmen bei diesen luxemburgischen Betrügereien da, als die Kommission Juncker vorgeführt hat, auch dabei waren. Also wenn man mit einem Finger auf ein Land zeigt, zeigen auch immer drei Finger zurück. Das sollten wir mal ein bisschen anders auflösen. Ja, also mal raus aus diesem. Nein, das habe ich ja auch gar, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe hier in dieser Runde im Gegensatz zu Ihnen von Holocaust noch gar nicht gesprochen. Worauf ich hinaus wollte ist, dass wenn wir sagen, wir haben das falsche Design, dann müssen wir uns auch mal angucken, was ist denn schiefgelaufen? Das war Ihre Frage eben. Und dann ist das falsche Design natürlich auch ein bisschen, dass wir versuchen immer so ein bisschen à la Deutsch, so wie wir das machen, kann das jeder machen. Und wenn die anderen das so machen würden wie wir, dann wären die auch nicht da. Dann könnte Frankreich wachsen, könnten die Griechen das besser machen und so weiter. Da mal ein bisschen neu zu denken und zu sagen, können die anderen das denn? Von welcher Tradition kommen die? Wie sehen diese Länder geografisch aus? Wenn Sie mal mit der Autobahn von Dijon nach Bordeaux fahren, ja, dann haben Sie 500 Kilometer Sonnenblumen. Da ist kein Mittelstand, da ist keine Autobahnabfahrt und so weiter und so fort. Dann haben wir aber immer die gleichen Programme zu sagen, die Franzosen brauchen Mittelstand, die Franzosen brauchen Industriegebiete und so weiter und so fort. Das können die nicht aus dem Handumdrehen machen. Sie können nicht vom Handumdrehen Exportnation werden. Die Griechen haben im Moment nichts zu exportieren, außer Oliven und Feta-Käse. Ja? Das heißt, wir haben relativ monokausale Diskussionsstränge hier und gucken uns nicht an, was für diese Länder einfach leistbar ist. Und wenn wir da mal hingucken würden, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion, als immer, wie Sie sagten, diese Ellenschieben, Rechenschiebereien zu machen, wer hier was bezahlt und wer wem was schuldet. Und zu diesem Schuldenthema möchte ich nur noch sagen, weil Sie, Herr Müller-Fock, eben diese Rettungsschirme erwähnt haben. Wenn man nach der absoluten Zahl geht, hat Deutschland natürlich den größten Anteil an allen drei Rettungsschirmen, EFSM,
ESM und so weiter, 211 Milliarden. Wenn Sie das nach Wirtschaftsleistung bemessen, Wirtschaftsleistung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, dann zahlt sogar Malta mehr an den Krediten im Rettungsschirm, Slowenien, Slowakei, die kleinen EU-Länder, Estland, Slowenien, Slowakei, Malta zahlen alle mehr als Deutschland und sogar Spanien und Italien, die krisengeschüttelt sind. Das heißt, wie wir hier immer diese Opferrolle diskutieren, dass wir der Großzahlmeister Europas sind, das stimmt einfach überhaupt nicht. Aber das ist der Mainstream der deutschen Presse. Wir müssen natürlich auch anerkennen, die absoluten Zahlen sind natürlich bei uns unterm Strich dann schon größer als die Finanzen. Relativ macht es einfach mehr Sinn. 65 Milliarden Euro, da sind wir jetzt dabei in Griechenland. Ich meine, man muss immer sagen, Kredite. Wobei man immer, wenn man über Wirtschaftskraft spricht. Wir reden von Krediten, die bedient werden. Und zwar für die Deutsche Bank und zum Nutzen der deutschen und der europäischen Banken. Naja, ich habe mein Geld bei der Deutschen Bank. Also wenn da ein Ausfall gibt, werde ich bezahlt. Ja, wunderbar. Das kann man da nicht so eher auf die Banken schieben. Nein, aber wir retten nicht die Griechen und den griechischen Bürger mit dem Geld. Was wir im Moment retten und in der Tat sicherstellen, sind die Spareinlagen der deutschen Bürger. Aber wir tun immer so, als würden wir aktive Griechenlandhilfe betreiben. Und das ist nämlich auch in der Tonlage falsch, wie das diskutiert wird. Die Spareinlagen der deutschen Bürger retten wir einerseits, andererseits leiden der deutsche Bürger, der deutsche Sparer leidet mit am meisten. Das kontrolliert. Die ganzen Konzepte. Ja, sowieso. Die ganze Säule der privaten Altersvorsorge ist praktisch am Zusammenbrechen. Weil ohne Zinsen gibt es keinen Zinseszinseffekt und dann ist alles weg. Nein, nur wenn wir über die Wirtschaftskraft Deutschlands sprechen, natürlich sind die absoluten Zahlen ist das eine. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sind wir auf Platz 9. Es wird immer so getan, weil wir das höchste Bruttoinlandsprodukt haben, seien wir auch jetzt der Stärkste. Unsere Verschuldung geht an Maastricht drüber. Wir sind die Nummer 9 unter 28 und nicht mehr die Nummer 2, was wir immer waren. Das hat auch unter anderem mit der deutschen Einheit zu tun und mit den enormen Kosten, die in den Aufbau Ost gegangen sind. Das waren ja schon gewaltige Summen, die da gestemmt wurden. Und wenn Sie sagen, andere Länder haben andere Traditionen, so, völlig richtig. Wir hatten ja beispielsweise auch in Deutschland diese Sozialstaatstradition, wo die Leute darauf bauen konnten. Im Falle der Arbeitslosigkeit gibt es 68% und die Rente ist auch 68% für uns Durchschnitt. Und dann hat Gerhard Schröder damals eine ziemlich brutale Reform gemacht, die SPD zu einer Abspaltung der SPD geführt hat, die finanziell tief eingeschnitten hat. Da hat auch keiner gesagt, eigentlich die Deutschen aufgrund ihrer Mentalität, weil der Sozialstaat eine so große Rolle spielt, sollten die Finger davon machen. Aber das haben wir gemacht und alle haben es mitgetragen und verstanden. Jeder ist auch mal gezwungen, sozusagen über den eigenen Schatten zu springen. Ja, über den eigenen Schatten springen ist ein gutes Stichwort. Wir haben Frau Merkel jetzt ganz häufig angesprochen, die Königin Europas, ganz häufig angesprochen, aber uns noch nicht ihr ein bisschen en Detail gewidmet. Sie tut im Grunde genommen jetzt gerade, wo alle so ein bisschen von uns abrücken, das, was sie immer tut, sie schweigt und betrachtet das Ganze. Aber man muss fragen, hilft das? Ja, natürlich hilft das, weil was hilft es jetzt, auf die griechischen Provokationen mit einer erneuten Provokation zu antworten? Ich meine, es ist klar, er hat einen provokanten Wahlkampf geführt, er hat damit einen Erfolg erzielt, natürlich. Aber man muss ja nun nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. Also Frau Merkel muss ja jetzt auch nicht den griechischen Ministerpräsidenten einladen als erstes, sondern wenn der was will, kann er sich ja melden. Das hat er nicht getan, aus was für Gründen auch immer. Sie wird die nächste Woche auf einem EU-Gipfel treffen. Vorher redet sein Finanzminister mit Herrn Schäuble. Das ist auch in Ordnung. Also da werden die Dinge mal etwas vorgeklärt, bevor man dann sozusagen so mit großer Wut in die Institutionen nach Brüssel fährt, von griechischer Seite aus. Und dass Frau Merkel sich da erstmal zurückhält und erstmal ihren Finanzminister machen lässt und vielleicht auch mal eben schaut, wie sich die Dinge in Europa sortieren, ist klar. Frau Merkel weiß da eine Sache ganz genau. Am Ende wird es keinerlei Veränderungen im europäischen Vertragswerk geben, wenn es nicht einstimmig erfolgt. Und diese Einstimmigkeit möchte ich mal gerne sehen, denn es ist ja nicht nur Deutschland, so alleine ist Deutschland dann da auch gar nicht, was das ablehnt. Das sind die Finnen, das sind die Niederlande. So, und jetzt die berühmten Südländer, weil sie ihren südländischen Wind of Change ansprechen. Ich glaube nicht daran. Nicht nur ich, auch mein Kollege. Nein, weil der spanische Ministerpräsident zum Beispiel. Noch? Ja, Moment, der wird sich doch bedanken, oder der wird dann nicht so verrückt sein, auf dem EU-Gipfel für eine Veränderung zu stimmen, weil er damit doch was tut. Er hat es bereits getan. Ja, also und zwar 2012. Jetzt hat er Paemos hier, jetzt hat er seine linke Bewegung da. Er wird das doch nicht tun. Und warum sollen die Spanier, die spanische Regierung, die portugiesische Regierung, andere, die sehr, sehr geprügelt worden sind dafür zu Hause für ihre Reformen,
Ja? Jetzt zugucken, dass man den Griechen, weil sie mal gerade frech werden, alles gibt, dann sagen die in Spanien, ja, dann machen wir das auch. Und dann wählen sie eben eine andere Regierung. Auch aus diesem Grunde glaube ich nicht, dass Spanien, dass Portugal, dass Italien am Ende dem griechischen Kurs zustimmen. Ja, Herr Goffert, also, ja, übrigens, warten wir mal ab, was bei einer einstimmigen Veränderung rumkommt. Es ist ja übrigens nicht nur so, dass wir aus Griechenland kritisiert werden. Es ist, also wenn Sie jetzt zurückgucken, ein paar Tage Davos, halbe deutsche Kabinett da, Obama. Aber letztendlich ganz viel Obama auch, bisher nicht als Volkswirtschaftler der aufgefallen, IBF. Aber geschenkt. Aber die amerikanischen Ökonomen, Mr. Summers und so weiter, sind da von uns sehr abgerückt und sagen, wir sind da irgendwie engstirnig und sowas. Frau Merkel hält das jetzt aus und sagt, okay, ich gucke mir das an und ich bleibe dabei. Gutes Rezept. Also man kann schon den Punkt machen, dass wir irgendwo relativ abgekoppelt von der internationalen Presse und auch von der internationalen Stimmungslage sind und dass wir hier irgendwie eine Deutungshoheit über die Eurokrise und ihre Gründe haben, die doch sehr spezifisch und relativ orthodox deutsch ist, während in der internationalen Presse, auch in der FT, ja, war kurz vor den griechischen Wahlen 25 globale Ökonomen, die sich für einen Schuldenschnitt ausgesprochen haben, dass das machbar sei und so weiter. Ich will damit so sagen, also das Tal der Ahnungslosen, dass wir hier so eine Dunstglocke haben, in der bestimmte Argumente öfter zitiert werden als andere. Das kann man, glaube ich, machen. Davos war ein gutes Stichwort. Also wir liegen hier schon relativ konträr zu einem internationalen Mainstream. Das, glaube ich, kann man sagen. Dass die Frau FT einen Schuldenschnitt will für Europa gar nicht mehr vorstellen. Ja. Frau Merkel tut gut daran. Dass die Amerikaner uns, glaube ich, in Sachen Staatsfinanzen und Haushaltskonsolidierung keine Ratschläge geben. Auch wenn man sieht, die amerikanische Politik der grenzenlosen Verschuldung, weil man die Dollar selber druckt. Wir haben damals mit Milliarden geflutet. So, Geld ausgeben. Geld ausgeben, aufgekauft. Also, da muss ich ehrlich sagen, mit der Kritik von Obama kann man gut leben. Kann man gut leben. Würde ich auch sehr sagen. Gutes Stichwort, weil die eigentliche Königin Europas ja eigentlich ein König ist, nämlich Mario Draghi. Ich möchte das mal beschreiben. Und Frau Merkel tut monarchistischem Vokabular. Okay, also der, sagen wir mal, derjenige, der Europa letztendlich 2012 dann doch gerettet hat, weil wir haben keinen Plan gehabt, wir haben keine Idee gehabt. Ich saß damals in einer Fraktion des Deutschen Bundestags, ich bin Europaabgeordneter gewesen, aber meine Fraktion, die FDP, hatte, Sie haben jetzt auch einen weiten Weg, das müssen Sie auch gleich hatte noch mal erklären. Offene Türen für mich. Ja gut, ich war Europaabgeordneter einer deutschen Partei, damals Regierungspartei. Einer liberalen, und ich habe, der liberalen Partei. Und ich habe gesehen, was damals für Fehler gemacht wurden. Man wollte die Augen verschließen. Ich will das jetzt nicht kommentieren. Ich will nur sagen, es wurde gewurstelt und sich durchgewurstelt bis 2012. Und dann gab es tatsächlich... Das Whatever it takes gab noch was anderes. Ja. Es gab nämlich eine Niederlage an dem Tag, als Deutschland gegen Italien beim Fußball verloren hat. Balotelli dieses Tor geschossen hat und sich entblößte. Am gleichen Abend gab es einen EU-Gipfel. Bei diesem EU-Gipfel gab es die erste sehr empfindliche Niederlage von Frau Merkel in ihrer gesamten Amtszeit. Da hat nämlich der Rajoy, der spanische Ministerpräsident, gemeinsam mit dem italienischen, dem griechischen und dem portugiesischen, die haben dort eine Südachse gebildet und haben dem Draghi erlaubt, Anleihen zu kaufen. Bis dahin war das nicht möglich. Das heißt, durch diese Aktion wurde erstmal wirklich Ruhe in diese ganze knirschende Architektur gebracht. Und das ist das, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, dass der Vertragstext von Maastricht seine Mängel hatte, dass der Stabilitätspakt letztendlich nichts bedeutet hat, dass die No-Bail-Out-Klausel am Ende weggeworfen werden musste, um zu überleben. Wir müssen das akzeptieren. Wir können nicht sagen, der Weidmann weiß es. Nein, er weiß es nicht. Wenn wir Weidmann gefolgt wären, gäbe es heute keinen Euro mehr. Dann gäbe es die D-Mark oder die Guldenmark. Schön. Mag ja gut sein, aber dann wäre das europäische Aufbauwerk kaputt. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, dass die Bundeskanzlerin jetzt, das macht sie sehr gut, sich erstmal zurückhält. Weil ihr Wort wird hundertfach gemessen. Und die Vorschläge von Herrn Varoufakis, die werden jeden Tag konkreter. Und die sind gar nicht so dumm. Da erkennt man plötzlich, hey, der macht Vorschläge, die kommen vom Weltwirtschaftsinstitut. Der will gar keine Verschuldung mehr machen. Der will also, gar keine Verschuldung mehr machen. Der will nicht die 7 Milliarden Euro haben. Der bezeichnet zu Recht... Griechenland als drogenabhängig von Geld. Und er sagt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen das Geld nicht mehr. Ich finde, da sind Vorschläge dabei, die können es mit jedem großen Ökonomen in Europa aufnehmen. Und wir merken auch, dass jemand, ein Ökonomiestar, der war vielleicht in Deutschland nicht so bekannt, im angelsächsischen und griechischen Raum war er bekannt, der macht sich zum Politstar. Ich verfolge das mit einem großen Interesse, weil das habe ich noch nie erlebt, dass einer ablenkt mit seiner Kleidung und in Wirklichkeit knallharte, das passiert zum ersten Mal aus Athen,
knallharte Pläne auf den Tisch legt und sagt, so können wir das machen. Der wird nicht alles durch. Plan heißt auf Deutsch gesagt, ich habe eine Menge Schulden, aber ich zahle auch noch ein bisschen Zinsen. Die Zinsen liegen ja bei 0,52%. Ich meine, das ist ein dermaßen herabsubventionierter Zins. Normalerweise müssten die Griechen 18% zahlen am Kapital. Normalerweise sagt Herr Varoufakis eins. Er sagt, bitte wendet den deutschen Plan von 1953 an. Nichts anderes. Abs. Herr Abs hat damals ein Meisterwerk vollbracht, hat das deutsche Wirtschaftswunder. Womit hat er das geschafft? Mit der Londoner Schuldenkonferenz. Er ist hingegangen und hat gesagt, wir wollen nicht Versailles nochmal haben. Wir wollen nicht. Und Abs hat Deutschland gerettet. So. Ja, aber Sie können es nicht vergleichen. Wir werden keine Währungsunion. Moment. Weil die Amerikaner die Bundesrepublik natürlich in ihrem Lager haben. Will mehr Geld. Er war bei der EZB und wollte 10 Milliarden mehr kurzfristige Kredite. Er will eben nicht mehr Geld. Er will keine Tilgung mehr haben. Er will kein Geld zurückzahlen, sondern er will nur so seine Zinsen bezahlen. Also das ist falsch. Wir sind wieder alle da. Wir versuchen, uns zu beschränken. Frankfurt wollte 10 Milliarden mehr. Er muss natürlich jetzt kurzfristig überleben. Das ist klar. Und Ende des Monats geht es drum. Ende des Monats ist Griechenland. Das 15 will er doch mehr Geld. Aber er will doch umschulden. Er will eins. Er will eine Tilgung. Ein genialer Plan. Nach dem Motto, ich habe jede Menge Schulden. Ich setze erstmal die Rückzahlung aus und verlange dann nochmal kurzfristig 10 Milliarden mehr. Ja. Kann man ja machen, ist verständnisvoll. Aber als genial kann ich es nicht bezeichnen. Und der sagt, Ende des Monats, wenn kein neues frisches Geld kommt und kein neuer Antrag, ist Griechenland pleite. Was tut Herr Varoufakis, der ja einen Plan hat, wie Sie uns gerade sagen? Also ein entscheidender Faktor sind die Steuern der Superreichen. Die Superreichen müssen ran. Und ich glaube, jeder von uns in dieser Runde hat jetzt schon was gegen die Oligarchen zu Recht gesagt. Und die sind auch in 5 Jahren Troika und Kommandoton der Troika sind nicht im geringsten belangt worden. Das sagt Ihnen einer, der jetzt sich ins griechische politische System vorgekämpft hat. Aber die Troika das Finanzamt in Athen geleitet? Ja. Aber Entschuldigung. Die Troika, Herr Müller-Fock. Das Finanzamt in Athen hat kein Geld eingetrieben. Also, Herr Müller-Fock, dann sind Sie nicht informiert. Deutsche und niederländische Finanzbeamte, sie sind nicht informiert. Haben ein paar haben ein bisschen geholfen. So also Entschuldigung. Ja. Herr Varoufakis, ich benutze seine Worte. Der sagt, die ganzen Putzfrauen, Sie wissen, die Putzfrauen demonstrieren und sitzen da vor dem Ministerium. Die sind rausgeworfen worden. Die Reichen sind vom Haken gelassen worden. Es ist tatsächlich so. Ja, das stimmt. Genau. Und die Troika hat tatsächlich mit ihren Experten da gesessen. Also, entweder glaubt man denen und man sagt, was ihr als Expertenwissen dort weiterleitet, das kommt da auch an, oder man glaubt ihn nicht. Wie hätte die Troika machen können? Ja, natürlich hätte die Troika machen können. Auf welcher Rechtsgrundlage kann die Troika einen griechischen Reden, was ich hier eigentlich nicht sagen sollte? Sie hätte keine Steuer zahlen. Wie kann die das sagen. Geld? Erklären Sie mir das. Ich lerne gerne dazu. Auf welcher Rechtsgrundlage kann die Troika in irgendeinem Land der Welt Leute Geld einkassieren? Wie geht das? Durch Kommandoton. Sie haben das nicht mitbekommen. Die Griechen sind erpresst worden. Aber ich will Ihnen was anderes sagen. In der Verhandlungsdelegation der Griechen saß ein Mensch, der, das war bekannt auf deutscher Seite, auf der Liste der Schwerreichen ist, der sein Geld im Ausland illegalerweise hat. Wollen Sie dann erwarten, wenn da so einer sitzt und Sie akzeptieren das, anstatt dem Ministerpräsidenten zu sagen, den nicht, wollen Sie dann erwarten, dass es anders geht? Also es wurde in Deutschland akzeptiert, dass da dieser Mensch sitzt. Und es ist nichts dagegen getan worden. Jetzt ist eine Regierung dran und ich befürworte das, die Oligarchen wirklich kitzeln wird. Und da kriegen sie sehr schnell Geld. Und da hat Herr Varoufakis recht, wenn er sagt, an dieses Geld will ich sofort ran, um mein Land zu retten. Wenn die Regierung das macht, wünsche ich mir viel Glück und hoffe, dass das klappt. Nur eines sage ich, wenn die Deutschen sagen, in eurer Verhandlungsdelegation gefällt uns der nicht und der nicht, dann sind Sie der Erste, der sagt, die Deutschen treten wieder auf, wie in der alten Manier und bestimmen die griechische Politik. Wir kommen da, glaube ich, an der Stelle nicht. Wollen wir versuchen, so etwas wie einen persönlichen Schlusspunkt gemeinsam hinzubekommen? Das wäre mir ein Wunsch. Ich gehe jetzt noch mal, Frau Gero, doch noch mal zum Monarchiebild zurück. Was wir jetzt hier sehen, das war unser Einstieg, die Werbetour, die Sympathietour in Europa, sind verschiedene selbsternannte Kronprinzen. Da könnten wir jetzt Namen nennen. Manche haben das Prinzenalter auch schon hinter sich gelassen, aber Herr Tsipras wäre drin. Herr Renzi, den hatten Sie auch gewürdigt, auch drin. Monsieur Hollande, definitiv auch drin. Es geht um die Frage, entscheiden wir uns für oder gegen Spahn. Dagegen steht, schweigend, das haben wir auch festgestellt, die amtierende, immer noch amtierende Königin. Auch wenn Sie Herrn Draghi zur Königin gemacht haben, aber wir nehmen jetzt Frau Merkel.
Wer gewinnt am Ende des Tages? Frage in die Runde. Ihre ganz kurze Perspektive in 1,20 für uns alle. Geteilt 10 Sekunden für jeden. Also am Ende gewinnt hoffentlich die europäische Demokratie und die Menschenwürde, um zu diesem Begriff zurückzukommen. Ich finde das wirklich relativ erbärmlich, dass wir diese Diskussion nur in Zahlen führen, als wenn es hier um Zahlen geht. Ja, Europa brennt, es brennt in Frankreich, Le Pen. Es geht um Menschen, es geht um Sozialpolitik und es geht tatsächlich um die Definition eines neuen Europas. Da bin ich auch bei Herrn Charoufakis. Die Griechen haben in der Tat vernünftige Vorschläge auf den Tisch gelegt. Vernünftige Vorschläge nicht nur mit Blick auf Umschuldung, mit Blick auf die Wiederverwendung des Überschusses des Primärhaushaltes. Das darf man ja nicht vergessen. Seit 2013 haben die Griechen vor Schuldendienst einen Überschuss. Und da geht es jetzt darum, was sie verwenden dürfen. Aber vor allen Dingen auch vernünftige, und das ist das Problem, institutionelle Vorschläge, in denen man zurückgegriffen hat auf Schäuble-Lamas, auf politische Union. Das ist alles nicht nur vernünftig, das ist das, was die Deutschen jahrelang gesagt haben, was wir in Europa tun müssen. Okay. Da kann ich nur hoffen, dass wir jetzt einen europäischen Kompromiss finden. Wer gewinnt am Ende des Tages? Die Männer beschränken sich auf ein Ja oder Nein. Frau Merkel? Ja, Frau Merkel wird gewinnen, aber sie muss nachlassen, weil wenn es um Zahlen geht und um Währungspolitik, geht es natürlich auch nur um Kosten und Geld und nicht nur um Menschen. Der Kompromiss ist der König. Herr Juncker gewinnt. Herr Juncker ist ein Europäer, ein großer Europäer, der das alles versteht und der wird das machen. Okay, Herr Müller-Vogt, bitte. Weil Frau Merkel Europa erhalten will, wird sie nachgeben. Okay, also die Vernunft siegt am Ende. Ganz herzlichen Dank für dieses Engagement in dieser Runde, auch wenn die Emotion mit uns war. Aber das ist ja das, was Sie auch von uns erwarten. Danke auch, dass Sie mit uns waren, profunde Kenner Europas. Hier am Donnerstag machen wir einen Vorgriff auf die Münchner Sicherheitskonferenz, die 51., die am Freitag in München beginnt. Unser Thema dann, Waffen für Kiew, Fragezeichen, das Dilemma des Westens. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Gute Information bei Phoenix. Dankeschön. Tschüss.